Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Drakensang. Wir sind hier im Wald stehen geblieben, denn wir haben eigentlich eine liebe Dame gesucht, die wir nicht gefunden Dort, haben. Eine Fee. Und da ist Wie die hell Fee. sie uns anfunkelt, als wolle sie mit uns spielen. Da ist der Feenkreis. Wollen wir? Hier ist eine Katze. Ab in den Süß. Feenkreis mit ihr. So, und ich vermute, das letzte Seelentier, das wir finden mussten oder müssen, ist ein, meiner Meinung nach, ein Eichhörnchen. Ich habe das zwar schon mal durchgespielt und ja, 20 oder nicht nur einmal, aber ja, ich vergesse es immer wieder. Ich dachte eigentlich, dass es einer ein Dachs ist, einer ein Wildschwein und oder hat es einen anderen Grund, weshalb wir nicht auf dem weichen Waldboden laufen? Ja, genau, ich will im Wasser laufen. Nein, ich will eigentlich sehen, ob hier irgendwas zum Looten ist. Ist es aber nicht. Willst du unsere Spuren verwischen oder hat es einen anderen Grund, weshalb wir nicht auf dem weichen Waldboden laufen? Faeris, halt deinen Mund. So, wir probieren mal die Fee in den Feenkreis zu machen. Ich habe das noch niemals gemacht. Probiert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das irgendwas bringt. Naja, machen wir es mal. Ich will jetzt nicht damit zu lang verbringen, eine Fee zu ärgern. Ja, die wechselt die ganze Zeit nur ihre Position. Ei? So, dann renne ich mal einzeln hin. Vielleicht klappt's ja dann. Wenn sich hier jeder auf eine Position hinstellt. Ich hoffe, die folgen mir nicht. Doch, tun sie, verdammt. Okay, ich mach's trotzdem weiter. Vielleicht bringt's was und draußen fährt, keine Ahnung, Feuerwehr, Krankenauto. Ganz schön laut. Ich hoffe, es hört man nicht im Video. Wäre nicht so vorteilhaft, habe ich jetzt eigentlich den Reisepunkt erlernt, wollte ich gerade sagen. Bekommen, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr. Das bringt nichts. Ich glaube, keine Ahnung, wenn man das 2 Stunden macht, bringt das vielleicht was. Und, oh. Auf, ich mach das. Ach, ein Baumstumpf, okay. Eingebung. Was ist das? Ja. Man kann sie nicht kaufen und man kann zwar danach suchen, doch meist findet man sie an Orten und in Momenten, wo man am wenigsten erwartet hat. Die wunderbare Eingebung, sie am meisten am wenigsten erwartet hat. Die wunderbare Eingebung, die einem plötzlich klar macht, wie ein Werk zur Vollendung gebracht werden kann. Sie ist vielleicht der kostbarste Schatz überhaupt. Okay, ich glaube, damit können wir unseren Seelenbogen, den wir von Anfang schon haben, auftunen. Den Seelenbogen haben übrigens nur Elfen. So. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mit ihm reden soll, damit, ja, ich sein Seelentier rausbekomme. Ich grüße dich. Zu wem genau? An Lelindor, blablabla. Er ist sehr vorsichtig, das stimmt. Aber... Ihn habe ich gefragt, sie habe ich gefragt, die beiden habe ich gefragt. Oh, ja, da ist sie. Die wollte ich in der letzten Folge fragen. Mal schauen, was sie hat. Sanyabar, Fremder. Kannst du mir eine Frage beantworten? Das Leben mit den Menschen muss anstrengend sein. Immer so viele Fragen. Was ist es denn? Nordra ist wer... Sanyabar, Fremder. Nein, ich kann mit ihr nicht über ihn reden. Oh, du bist es. Willst du wieder mit mir sprechen? In der Tat, wieder eine dieser Verständnisfragen. Wenn es dich so sehr beschäftigt... Ah, jetzt kann ich's machen. Ich muss eigentlich nur zu ihm gehen und ihn fragen. Also ja, wie gesagt, Eichhörnchen, es war richtig. Woher weißt du denn das? Deine Fragen sind von einer seltsamen Dringlichkeit, die mir Bardock scheint. Bitte bedränge mich nicht weiter so. Ich lasse dich lieber in Ruhe. Okay, tut mir leid, dass ich dich so bedrängt habe. Pussy. Hast du die Seelentiere meiner Geschwister erkannt? Oder brauchst du nur ein Werkzeug zum Anspitzen? Ich habe das Wesen der 3 Elfen erkannt. Du hast mit Fragen nachgeholfen, hm? Und meine flatterhaften Geschwister konnten sicher ihre Schnäbel nicht halten.
Kalendia war distanziert wie ein Adler und Lelindor scheu wie ein Eichhörnchen. Dafür war Elbrenel gesprächig wie eine Elster. Du hast es erkannt. Nutze diese Gabe, das Innerste einer Person zu erfassen. Wie dieses Amulett wird sie dir helfen, wenn du Entscheidungen zu treffen hast. Sprich nun mit Isar. Und du, liebe Fairis, gehe mit offenen Sinnen durch die Welt, um auch dich selbst deutlicher wahrzunehmen. Obschon dir die Verwandlung nie vergönnt sein mag, wird dieses Amulett dir helfen, deinem Seelentier nah zu sein. Ob Zwerge auch Seelentiere haben? Was meinst du? Okay, wir haben 2 Amulette bekommen. Was kann das? Menschenkenntnis? Sinneschärfe? Okay, Fairis, du kannst das bekommen. Und ich mach mir nicht dieses Menschenkenntnis-Dings an. Ich gebe das dem Quano. Ja? Denn der ist unser Charmeur im Team. Kann man das so nennen? Keine Ahnung. Und der Krankenwagen kommt wieder zurück. Oh mein Gott. Okay, ich rede nochmal mit der lieben Dame hier. Linwen sagt mir, dass du einen Einblick in das Wesen der Fae hier erlangen konntest. Vertrete nun die Belange der Sturmwächtersippe mit derselben Empathie, die du hier bewiesen hast. Dann suche ich nun den Captain auf. Zwerge und Drachen haben bestimmt okay. Mehr gemein als ihn lieb. Ich muss jetzt verhandeln. Also, los geht's. So, wir reden nochmal mit ihm. Du schon wieder. Was ist? Da wäre noch eine... Oh, warte mal, ist das jetzt die dritte Folge? Ja, ich glaube schon. Nicht, dass ich jetzt hier eine lange 40-Minuten-Folge mache. Da wäre noch etwas... Ich frage mich... Wenn's denn sein muss, sprich schon. Kannst du mir... Ah, gut, das hatte ich schon alles. Ha! Du... Ha! Okay, gut, dann ignoriere ich das mal. Und, ja... Spreche nochmal mit den Leuten. Hey, ihr seid's wieder. Ich muss eigentlich Zwiebeln schälen. Okay, das hatte ich schon alles. Verfext nochmal. Musst du mich immer so erschrecken? Es ist doch nichts passiert. Entspann dich. Warum dürfen wir den Besuch nicht ausnehmen? Ist jetzt was? An deiner Stelle würde ich nicht zu weit in den Sumpf hineingehen. Da kommt okay, sich. Den hatten wir auch schon. Ach, stell dir vor. Was mit dir? Ahoi! Ahoi, okay. Sie kann mich sagen, was kann er? Noch hier? Ja? Ich weiß jetzt, wenn du mit Flitz meinst. Der Schiffsjunge scheint dein spezieller Freund zu sein. Was für ein Freund? Nee, der Junge hält sich für Rohal, aber ein Furz ist der, ja? Jetzt kommt wieder die... Ich habe keine Ahnung, ob das die Feuerwehr ist oder ein Krankenauto, keine Ahnung. Das ist jetzt schon das dritte, oh mein Gott. Ich glaube, das ist eine Feuerwehr draußen. Der traut sich was, Dreck ins Essen zu mischen. Was? Jetzt klatscht es gleich, Junge, ja? Hey, hey, so verdächtig sind sie gar okay. Nicht. Okay. Eigentlich ziemlich nett, dass sie uns... Da bist du ja wieder. Lass uns noch etwas plaudern. Ja, spinnen wir ein wenig Seemannsgarn. Der... Okay, gut, die haben nichts mehr. Der Junge, der lebt als ein blaues Wunder. Wackernagel sagt auch immer. Hä? Was zum Henker willst du? Ja, und ihr beide habt trotzdem okay. Voll, wenn eine unbewaffnete Elfenfrau ein bisschen... Aua! Au! Dieser dumme Grinsehanno, der soll mich in Ruhe lassen. Aua! Eines Tages bringe ich ihn um. Kann ich dich etwas fragen? Ich muss eigentlich Zwiebeln schälen. Ja. Okay. Das hatten wir auch schon. Gut, dann hat er den jetzt verprügelt. Noch hier? Ja. Wenn ich euch in eurem Stützpunkt besuchen will, wo müsste ich dahin? Hältst mich wohl für dumm, ja? Wer das verrät, begegnet Donnerfaust. Und du kommst zu den Fischen, wenn du sowas fragst. Okay, gut, das Piratendorf werden wir nicht rausfinden. So, wir reden jetzt noch mit dem Captain, aber speichern vorher. Zuweilen kommt nicht der Pirat zur Beute, sondern ich grüße euch. Was könnt ihr mir berichten? Die Elfensippe ist bereit, mit
euch in Verhandlung zu treten. Was sind eure Forderungen? Forderungen? Das klingt, als entspringe dieser absurde Ausflug meiner Denke. Verfluchter Magier. Magier? Ich hatte also recht. Wo ist der Kerl? Den mache ich fertig. Wie spannend. Erzählt doch mehr, werter Herr Kapitän. Ist der Magier etwa hier? Noch einmal wird er nicht entkommen. Bedauere, ihr müsst euch verhört haben. Verfluchte Habgier, sagte ich. Oh, Habgier, natürlich. Und was wollt ihr haben? Elfenbausch. Okay. Und weiter? Wir brauchen davon einen ganzen Ballen. Nun gut, ich werde der Sippe diesen Wunsch vermitteln. Was bietet ihr im Gegenzug an? Wir haben mitnichten die Absicht, den Bausch zum Marktpreis zu erwerben. Wir Elfen haben euch kein Interesse an euren Metallplättchen. Eures Erachtens nach. Was verlangen die Elfen? Hört auf, hier Holz zu fällen und mit euren Säbeln zu rasseln. Verschwindet einfach. Verstehe ich euch richtig? Ihr nehmt an, die Elfen würden uns schlicht den Bausch überlassen, wenn wir fortgingen? Ja, Harmonie ist ihnen wichtig, dass die Anhäufung von Besitz dagegen fremd. Natürlich. Ich erwarte für dahin den erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlung. Gehabt euch wohl. Warum ja. Dürfen wir den Besuch nicht ausnehmen? Okay, ich kann jetzt leider nicht weiter. Also mich von hier wieder zum Dorf zurückporten. Das heißt, ich muss nochmal zum Reisepunkt rennen. Echt nervig, oder? Und da können wir nicht lang. Ah, so. Und jetzt müssen wir nochmal reden. Sanyasala, du sprachst mit den gierigen Menschen? Ich weiß nun, was sie wollen. Einen Ballen Bausch. Wird das ihre Gier stillen? Was denkst du? Ich denke, sie wollten tatsächlich nur den Bausch. Wenn sie ihn haben, werden sie abziehen. Wer beginnt, durch Besitz Macht zu erlangen, der will mehr Macht, mehr Besitz. Der Kapitän scheint für einen Piraten recht anständig zu sein. Ein Mann von Ehre. Dann bringe diesem Mann so viel Bausch, wie er verlangt. Du findest den Stoff im kleineren Baumhaus. Ich muss mich nun wieder um eine Sippe kümmern. Sei bedankt für dein Vertrauen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig lese. Im kleineren Baumhaus. Ach, das ist dort. Okay. Den Elfenbausch holen wir uns jetzt. Jetzt können wir die eigentlich töten. Aber dann werden die Elfen auf uns wütend. Denn sie wollen ja keine Töterei. Wenn ich mal jetzt so. Und wir haben gerade Anleitung bekommen. Nein. Den Bausch werden wir ihnen geben. So, dann abbrechen. So, Ferris, du darfst das erlernen. Okay, den Seelenbogen kann ich nur benutzen. Kangrosha, Schleicher, du solltest wissen, wie wichtig unsere Queste ist. Schließlich haben wir das alles dir und deiner Mora zu können. Queste. Okay, gut, ich glaube, ich spreche Quest falsch aus. Ach, Junge. So ist es bei mir. Naja. So, wir haben den Bausch. Wir speichern nochmal, wenn die uns jetzt ziemlich dämlich kommen. Dann schlachten wir die schon vorher ab. Oder, keine Ahnung. Dürfen wir den Besuch nicht ausnehmen? Gepriesen seien die Zwölfe. Ihr tragt den Bausch bei euch. Ihr seht recht, Kapitän. Händigt den Stoff aus und wir werden hier keinen Tag länger vor Anker liegen.
Gebt mir euer Wort, dass ihr nicht wiederkehrt. Es liegt mir fern, diese verhexten Wälder erneut zu besuchen. Unsere Wege werden sich hier nicht wieder kreuzen. Ihr habt mein Wort. Den Bausch übergeben. Möglich, dass wir uns andernorts wiedersehen. Ich werde mich an unsere friedliche Einigung erinnern. Lebt wohl. Ach, verdammt. Ich glaube, ich wollte eigentlich... Also jetzt ist die Unfrieden-Quest fehlgeschlagen. Lass die Mannschaft aber egal. Den Bausch verladen und dann Leinen los. Ihr habt's gehört. Einladen und ablegen. Pantomime, Auch ich bevorzuge es, dass wir die Angelegenheit vernünftig geregelt haben. Diese Elfen, man kann nie wissen, die Zwölfe mit euch. Und habt Dank. Wir hätten ihn noch töten können. Ich wollte jetzt aber ordentlich spielen, so wie ich normalerweise gespielt hätte. Also nicht normalerweise, sondern wie ich jetzt ordentlich als... ordentlicher Drakensang-Spieler gespielt hätte. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte die lästigen Herumtreiber dasselbe Schicksal ereilt. So, aber normalerweise hätte ich jetzt abgeschlachtet, aber egal. Du willst doch auch, dass die Elfen uns wohlgesonnen sind. Deinem Freund Ardo wegen. Dann wisse, dass meine... Du verstehst es, Frieden zu bringen. Andinarin, ich danke dir. Nur de hat. Gedeihen sei mit dir und deiner Sippe. Es erfüllt mich mit Freude, dass du deine Herkunft auch fern des Faesala nicht vergessen hast. Auch meinen kranken Freund habe ich nicht vergessen. Wie geht es, Ardo? Dein Freund steht unter dem Einfluss von dem, was wir Zertaubra nennen. Zerstörerische Magie, erzwungen durch die Macht des Geistes. Auch wir leiden darunter. Jedoch ist der Ursprung ein anderer. Könnt ihr denn nichts dagegen tun? Unsere Schicksale sind miteinander verwoben. Zwei Flüsse vereinen sich zu einem großen und werden so stärker. Wenn du Ardo zu uns bringst, wirst du alles Weitere von Alari erfahren. Um Ardo zu helfen, muss ich noch etwas anderes fragen. Weißt du, wo die Piraten herkamen? Meine Augen sehen weit. Öffne deinen Geist und ich zeige dir den Weg. Oh, tausend Dank. Ich werde nun Ardo... zu Alari bringen. Sanyasala, lege Ardo doch auf mein Lager. Ich kann ohnehin nicht schlafen. Er ist schon selbst umgefallen. Seine Heilung wird mir auch jetzt nicht gelingen, doch ich kann ihn am Leben erhalten. Sein Geist ist von mächtiger Magie gefangen, die ihn am Erwachen hindert und beständig an seinen Kräften zehrt. Ähnlich wie wir kann auch er im Schlaf keine Erholung finden. Isali sprach von bösartiger Magie, die euch schwächt. Kannst du darum nicht mehr tun? Ach, mein Gott, das ist eine Frage. Ich kann wirklich nicht mehr lesen, Leute. Das habt ihr jetzt in den letzten drei Folgen mitbekommen. Hui. Beunruhigende Träume entziehen uns unser Mandra. Wir können unsere magischen Lieder nicht mehr singen, um den Schmerz zu lindern. Wo Gesang und Lachen die Luft erfüllten, ist jetzt nur noch Leere und Starre. Kennt ihr den Ursprung dieser Albträume? Sie kommen von den zerfallenen Steinen nordwestlich von hier. Was dort wohnt, entstammt nicht dieser Welt. Seit Jahrhunderten halten wir Wache über diesen Ort. Doch nun wurden die Wächter aus dem Leben gerissen und der Zauberwall, der uns vor Angst und Schwäche schützt, ist gebrochen. Aber das bedeutet auch, dass du nun dorthin gehen kannst, um Ardo zu helfen. Wie kann ich ihm helfen, indem ich eine Ruine aufsuche? Das Zertaubra ist stark an diesem Ort und sogar noch älter als Isaliel. Doch ich höre auch andere Klänge. Nahe einer Wut, die sich niemals bezähmen lässt, befindet sich ein mächtiges Heilmittel. Ich werde das Heilmittel aufspüren und versuchen, auch eure Pein zu beenden. Gut, Leute, dann beende ich hier die Folge, denn die geht jetzt lang genug. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein...
Ich wollte einen Daumen nach oben sagen, aber eigentlich Bewertung und jetzt habe ich keine Ahnung was gesagt. Ja, lasst eine Bewertung da oder vielleicht ein Abo. Wäre echt toll. Und ja, ich verabschiede mich hier. Auf Wiedersehen und ja, nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss!